etwas zurückgeworfen. Ah ja, und jetzt noch Dreck drunter. So, jetzt wird es erstmal dunkel. Theoretisch, warum nicht? Zack, 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 zack. So. Ab in Twillys Haus, dann holen wir uns da vorne so einen Baum weg. Da stehen ja noch ein paar. Ich hoffe, das sind jetzt nicht alles große Bäume. Dann können wir das Gebäude noch so ein bisschen aufwerten. Das wird übrigens auch das erste Gebäude dann in dem Stadtteil. Ist zwar jetzt nicht so das tolle Wohnhaus, aber notwendig ist es. Wie machen wir das eigentlich hier? Naja, das überlege ich mir noch. Da kommt auf jeden Fall eine Brücke noch hin. So. Holz, genau, Holz. Da hinten gibt es Holz. Das sind auch so die letzten Bäume, die hier noch rumstehen. Ach, das war auch schon großer. Oh. Naja. Oh, da hinten noch. Oh, und den großen da, den pflücken wir jetzt auch mal weg. Nehmen wir uns einfach mal die Zeit. Wir haben sie ja. Bin sowieso am Überlegen, ob ich die Folgenlänge nicht erhöhen soll. 20 oder 25 Minuten. Aber das würde ich dann zum ersten Halbjahr 2015 machen. Also quasi, ihr kriegt die gleiche Folgenmenge, nur die Folgen werden etwas länger. Kriegt halt ein bisschen mehr Inhalt von mir. Da ich ja momentan eh nur Minecraft-Let's Play, kann ich mir das erlauben. Ja, auf WoW, ich habe keine Lust auf meinen Priester momentan. Ich habe eigentlich generell keine Lust auf die WoW-Community momentan. Ja, das wird sich mit WoD ändern. Ich habe das Gefühl, WoW hat ja ungefähr 6 Millionen Spieler verloren. Das Ding mache ich jetzt auch weg. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal zur Navigation gebaut. Ah nee, oder weil ein großer Baum dort stand. Das kann auch sein. Nee, jedenfalls WoW hat 6 Millionen Spieler verloren. Und ich habe das grobe Gefühl, dass alle, die gegangen sind, dass das die vernünftigen Spieler waren und wirklich nur Idioten geblieben sind. Ich habe ja schon von meiner momentanen Gilde da erzählt, das ist... Och. Ich weiß nicht, spielt ihr WoW? Habt ihr ein bisschen Ahnung von WoW, vom aktuellen Raid-Content auch? Und dann wisst ihr ja auch, wie ungefähr so ein Raid-Setup aussieht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und wenn man mit 12 Nahkämpfern loszieht, wo der Dungeon für, ich sag mal, maximal 6 ausgelegt ist, der kann sich den Rest denken, oder? Sie tun so, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, als wären sie selbst Programmierer und Entwickler von World of Warcraft, als würden sie alles wissen, alles kennen. So benehmen sie sich jedenfalls und stufen alle anderen herab. Und dann machen sie so einen Scheiß. Das nervt mich einfach. Ich meine, wenn man tut, als wäre man hier der absolute Überflieger, dann darf man sowas auch nicht bringen.
Ich meine, es würde mich nicht stören, wenn wir jetzt einfach mit 6 Nahkämpfern losziehen, einen lustigen Abend verbringen, mit 12. Aber dann am Ende noch zu sagen, ja, ihr strengt euch nicht genug an und das ist alles eure Schuld und wir die Raid-Leitung, wir können da nichts für, das finde ich einfach nur zum Kotzen. Setzen uns eins der miserabelsten Setups vor, die es gibt. Und dann sind wir auch noch schuld. Warum ich mit denen überhaupt noch losgehe? Ja, es liegt einfach daran, momentan findet sich schwer eine Stammgruppe. Die meisten 25er-Gruppen, die rekrutieren momentan nicht, sondern warten jetzt auf den Pre-Patch, um dann ihre Gruppengröße von 25 auf 20 zu reduzieren. Was übrigens eine sehr tolle Idee war, Blizzard. Habt da super gemacht. Damit reißt ihr die 25er-Gilden. Einfach mal ein bisschen wenig. Sagen wir so. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Hier das gleiche. Hier können wir zwei machen und noch ein Holz rein, damit noch ein Holz drin ist, einfach. Zwei, drei, vier, fünf. Sieht auch dann nicht schlecht aus. Fünf. Und fünf. Hier lasse ich offen generell, da ich noch nicht weiß, wie ich das später mit der Minecraft-Strecke mache. So. Dann sagen wir mal, das Haus, das sollte maximal bis dort gehen. Der Rest wird dann Dach. So. Machen wir jetzt ein einfaches Holzdach drauf. So. Hier mit Kabel gefüllt. So. Nicht sehr modisch und auch nicht anspruchsvoll, sondern alles mal relativ simpel gehalten. So, in der Mitte. Eins, eins, zwei, drei, vier. Oh, machen wir Gras rein. Das Licht durchlässig. Und ich hab. Ach, Gras. Wieso sage ich dazu immer Gras? So, der Rest. Ups. Folgt dann der Linie hier. Oder wartet mal. Nee, das geht so nicht. Mal kurz runter. Hier kann man schon mal eine Fackel dran stellen. Hier kann man schon mal eine Fackel dran stellen. Da kann man schon mal eine Fackel dran stellen. Drin warte ich noch mit Fackeln. So. Hier oben am Rand kommt noch meine Crafting-Box hin. Ich weiß, ich hätte irgendeine mitnehmen können. Wir haben genug davon, aber ich pflanze ja gerne überall Crafting-Boxen hin. So, jetzt aber. Wir hier auch ein Grasdach draufziehen. Würde etwas länger dauern. Würde aber vielleicht was hermachen. Quatsch. So, jetzt hier. Mist. Kein Holz mehr. Doch, da ist noch genug. Dachte schon. So. Eins, zwei, drei. Ziehen wir bis hier durch und da kommt dann einer drauf. So. Dann hätten wir hier Platz für Fenster. Wenn wir irgendwann mit drei. Mit vier Glasblöcken kommen würden. So. Dann kommt dort noch einer drauf, dort noch einer drauf.
Dort eine Fackel, dort eine Fackel, dort eine Fackel, dort eine Fackel, dort eine Fackel und dort eine Fackel. Das ist die Mine. Nicht sehr schön, nicht modisch, aber praktisch. Oh. Ja, jetzt wird's dunkel. Eine Fledermaus ist gespawnt. Dann fangen wir erstmal hier an. Habe ich natürlich das Dach drauf gemacht und hier drin ist jetzt alles dunkel. Und richtig Platz zum Fackeln hinstellen habe ich auch noch nicht. Da war wieder jetzt der Profi am Werk. Vor allem jetzt wird es auch schwerer, dann die Wände zu machen. So. Wie hoch machen wir den Gang? 1, 2, 3 würde ich fast mal sagen, dass das das Sinnvollste ist. Das ist jetzt quasi besonders entscheidend, weil hier kommt jetzt die letzte Reihe Holz drum. Ne, wir gehen noch einen tiefer hier. So. Ist dann quasi auch das, was jetzt ausgekleidet wird, bis hier unten hin. Na, dann haben wir. Mache ich erstmal die Wand hier vorne fertig. Zum Glück kriegt man da ziemlich viel Cobblestone gleich wieder gut geschrieben, den man hier rausreißt. Ah, obwohl die Ecken hätte ich jetzt gar nicht. Ja, die Ecke kann ich so lassen, wie sie ist. So, jetzt gib mal den Kabel her. So. Einmal kann ich noch springen. Jetzt sitze ich hier in der Ecke. Hätte ich doch hier ein bisschen mehr Licht. So, die oberste Reihe wird Holz. Komme ich eigentlich nachher wieder runter? Man sieht, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, bevor ich hier angefangen habe. So. So, da kommt jetzt Holz hin. Ne? Das Holz wird doch nicht reichen. Nicht, wenn ich so anspruchsvoll hier drin baue. Jetzt habe ich natürlich in der Mitte den Fehler gemacht, dass ich da Kabel drin habe. So, jetzt werde ich mir gleich ziemlich wehtun. Aber das ist egal. So. Naja, ging ja noch mit wehtun. So, damit ist das schon mal fertig. Jetzt müssen wir es nur noch reihum machen. Schön, nicht wahr? Na gut. Fangen wir mal da an, wo es einfach ist. Dass hier gleich eine Fledermaus drin gespawnt ist. Normalerweise braucht man noch ewig, bis man davon mal eine in seinen Höhlen hat. Vielleicht ist die von der anderen Höhle rübergekommen, aber die haben wir doch eigentlich zugebaut. Naja. Oder, nee, die war da vorne, oder? Da ging's ab. Gott, sind wir da tief geworden. So, draußen ist es jetzt dunkel, das ist mir jetzt allerdings egal. So, Treppe. 1, 2, da kommt die Fackel dran. Ah, nee. Dahin. Immer in die Mitte. So.
Oh, der nächste Bereich ist jetzt schon kniffliger. Ach, habe ich jetzt. Ach nee.